Was sind die Folgen der stärksten Wasserstoffbombenexplosion? Eine verheerende Schockwelle, die alles in ihrem Weg wegfegt? Die stärksten Lichtstrahlen, durchdringende Strahlung? Häuser werden dem Erdboden gleichgemacht, überall lodernde Brände. Und wer wie durch ein Wunder überlebt, erleidet einen schmerzhaften Tod durch die Folgen von Strahlung oder Krebs. Aber könnte es etwas Schlimmeres als das geben? Leider ja. Und das ist eine Kobaltbombe. In den nächsten 10 Minuten werde ich dir erzählen, wie eine der schrecklichsten Massenvernichtungswaffen der Menschheitsgeschichte funktioniert. Du wirst herausfinden, ob es nach einem solchen Bombenangriff wenigstens eine Überlebenschance gibt und wie viel Kobalt zur Zerstörung der Erde benötigt wird. Im Jahre 1945 ereignete sich die erste nukleare Explosion in der Geschichte der Menschheit. Mehrere Wissenschaftler kamen für die Schaffung dieser tödlichen Waffe zusammen, darunter Leo Szilard. Dann wurden Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen, aber Szilard beendete seine Forschung nicht. In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts sprach er zum ersten Mal über das Konzept der Kobaltbombe, einer Waffe mit der Macht, die Menschheit potenziell zu zerstören. Ihr Aufbau ist sehr einfach. Die Kobaltbombe ist eine thermonukleare Bombe, die mit Kobalt-59 umhüllt ist. Es ist das einzig stabile Kobaltisotop, das in der Natur vorkommt. Aber es macht die Atombombe noch nicht zerstörerischer und erhöht weder die Höhe des Atompilzes noch die Kraft der Lichtstrahlung. Der Hauptschadensfaktor einer Kobaltbombe ist die maximal mögliche Strahlenbelastung des Bereichs nach der Explosion. Hast du schon mal von schmutzigen Bomben gehört? Eine Kobaltbombe kann als super schmutzig bezeichnet werden. Also, wenn eine Kobaltbombe auf die Erde abgeworfen wird, eine Zeit lang, bis sie den Boden erreicht, passiert nichts. Sie ist nur eine Hülse. Aber sobald die Bombe explodiert, beginnt die Reaktion. Die Energiequelle für die Explosion sind Prozesse, die den Prozessen ähnlich sind, die in der Sonne und anderen Sternen ablaufen. Eine thermonukleare Waffe hat eine viel höhere potenzielle Explosionskraft als eine konventionelle Atombombe. Sie ist nur durch die Anzahl der Komponenten begrenzt, die ihre Schöpfer verwenden. So wurde die Zar-Bombe für 100 Megatonnen ausgelegt, aber dann wurde die Ladung auf 58 reduziert. Eine Bombe von 100 Megatonnen könnte jede Stadt von der Oberfläche ausradieren. London, Boston, Paris. Aber zurück zum Thema des Videos. Die Kobaltbombe ist gerade explodiert, aber das Kobalt selbst hat noch nicht einmal angefangen zu wirken. Wenn die Bombe explodiert, wandeln die Neutronen aus der Fusionsreaktion Kobalt-59 in radioaktives Kobalt-60 um, das bei der Explosion verdampft. Nach einer Weile kondensiert es und fällt zusammen mit Staub und Trümmern auf die Erde zurück. Beim Herunterfallen kontaminiert es alles um sich herum. Kobalt-60 hat eine Halbwertszeit von etwas mehr als 5 Jahren. Das reicht aus, um starke Strahlung zu erzeugen. Man kann nicht in Bunkern warten, bis es vorbei ist. Das Gebiet bleibt zu lange verstrahlt. Vielleicht sogar länger als ein Menschenleben. Zum Verständnis möchte ich dir ein einfaches Beispiel geben. Die Strahlungsfolgen einer gewöhnlichen Wasserstoffbombe stellen bereits nach 6 Monaten oder sogar schon früher eine geringere Gefahr für den Menschen dar. Gleichzeitig kann eine Kobaltbombe das betroffene Gebiet jahrzehntelang vergiften. Theoretisch wäre es möglich, sich dort aufzuhalten, aber nicht dauerhaft dort zu leben. Und wenn am Tag der Explosion die Windböen stark genug sind, dann wird der radioaktive Fallout über eine riesige Distanz getragen. Nach Aussage des amerikanischen Wissenschaftlers Stephen Schwartz könnte eine Kobaltbombenexplosion in Washington D.C. zu einer Kontamination des kanadischen oder mexikanischen Bodens führen. Und nach den von der Federation of American Scientists veröffentlichten Informationen zu urteilen, sind die Folgen schrecklicher als in deinen schlimmsten Albträumen. Wenn die Bombe auch nur 9 Gramm, 3/10 einer Unze Kobalt-60 enthält, würde sie mit der Kraft von 4,5 Kilogramm, 10 Pfund TNT detonieren. Wenn eine solche Waffe in den Außenbezirken von Manhattan detoniert, würde sie das gesamte Gebiet für die kommenden Jahre unbewohnbar machen.
Nehmen wir an, dass der Fallout einer 60 Kilogramm 132 Pfund schweren Kobaltbombe Strahlendosen von 10 Sievert pro Stunde über eine Entfernung von 100 Kilometern, 62 Meilen, freisetzt. Unter diesen Bedingungen bekommt jede ungeschützte Person genug Strahlung ab, um innerhalb von 2 oder 3 Wochen zu sterben. In mehr als 5 Jahren, wenn die erste Halbwertszeit vorbei ist, wird die Strahlungsintensität in dem betroffenen Gebiet 5 Sievert pro Stunde betragen. Unter diesen Bedingungen und ohne ernsthafte medizinische Behandlung wird die Hälfte der Menschen innerhalb von 1 bis 2 Monaten sterben. Und die Überlebenden haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken. Das heißt, sie können einer solchen Strahlung theoretisch weniger als 60 Minuten ausgesetzt sein und überleben, müssen sich aber von guter Gesundheit verabschieden. Nach einer Zeitspanne, die 10 Halbwertszeiten entspricht, also etwa 53 Jahre, sinkt die Dosisleistung auf etwa 10 Millisievert pro Stunde. Das bedeutet, dass man ohne tödliche Folgen 1 bis 4 Tage in der kontaminierten Zone verbringen könnte. Zum Vergleich, eine Person nimmt bei Zahnröntgenaufnahmen eine Dosis von 30 Millisievert auf. Aber ein Spaziergang durch das verseuchte Gebiet ist nicht empfehlenswert. Nach 4 Tagen würde sich die Wahrscheinlichkeit von Genmutationen verdoppeln. Und bei einer Bestrahlung von 300 Millisievert werden die ersten Anzeichen von Strahlenkrankheit auftreten. Wenn eine Zeitspanne von 20 Halbwertszeiten verstrichen ist, was mehr als ein Jahrhundert ist, sinkt die Strahlendosis auf etwa 1 Mikrosievert pro Stunde. Zu diesem Zeitpunkt können die Menschen ohne Schutz in der betroffenen Region verweilen, auch auf Dauer. Sie könnten die zerstörte Stadt nicht nur gelegentlich besuchen, sondern sogar darin leben. Sie wären nicht dem Risiko einer Strahlenkrankheit ausgesetzt, aber die Strahlenbelastung ist dennoch hoch genug. Das führt zu einem Anstieg der Zahl der Krebspatienten. Und jetzt, nach 25 Halbwertszeiten, also etwa 130 Jahren, wird die Intensität der Kobalt-60-Belastung auf das Niveau der natürlichen Umgebungsstrahlung sinken. Etwa 400stel eines Mikrosieverts pro Stunde. Zum Beispiel etwa die gleiche Umgebungsstrahlung wie in Finnland. Aber das ist bei weitem nicht das Schlimmste. Die Kobaltbombe gilt als eine Weltuntergangsbombe, eine hypothetische Bombe, die, wenn sie ausgelöst wird, alles Leben auf der Erde oder sogar die Erde selbst zerstören kann. Auch Leo Szilard war überzeugt, dass eine solche Waffe der Menschheit ein Ende bereiten könnte. Und Daten aus öffentlichen Quellen bestätigen, dass er recht hat. Um eine Kontamination der gesamten Erdoberfläche in Höhe von 1 Gramm, 300stel Unzen pro Quadratkilometer, 1/13 einer Quadratmeile zu gewährleisten, sind etwa 510 Tonnen Kobalt-60 erforderlich. Wenn das Isotop gleichmäßig über den Planeten verteilt wird, dann kann eine solche Bombe die Menschheit und gleichzeitig alle Tiere vollständig vernichten. Natürlich werden nicht alle sofort sterben, aber niemand wird eine Überlebenschance haben. Mit Ausnahme der Bärtierchen. Es gibt jedoch 2 gute Nachrichten. Erstens, nach Forschungen in Maralinga wird Kobalt-59 nicht so aktiv vom Neutronenfluss bestrahlt, wie die Wissenschaftler dachten. Das bedeutet, dass selbst bei einer starken Explosion eines radioaktiven Isotops kaum Ergebnisse erzielt werden. Zweitens fällt der radioaktive Fallout von Kobalt-60 ungleichmäßig ab. Selbst wenn der Wind ihn über eine weite Strecke weht, wird es saubere Zonen geben. Die Menschen haben also eine Überlebenschance. Das Wichtigste ist, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und zum Schluss eine Tatsache, die mich ein wenig beruhigt hat. Heute wird eine Kobaltbombe nur noch als theoretische Modifikation einer Kernwaffe betrachtet. Trotzdem wird Kobalt-60 in verschiedenen Bereichen aktiv eingesetzt, zum Beispiel bei der Sterilisation von medizinischen Geräten. Aber bisher hat noch niemand auf der Erde Wasserstoffbomben in einer Kobalthülle hergestellt. Jedenfalls geht dies aus den offiziellen Daten hervor, die ich finden konnte. Aber ist eine Kobaltbombe ernsthafte Besorgnis wert? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Denn wer weiß schon, welche Informationen sich in der Kategorie streng geheim verbergen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen hoch. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn du das immer noch nicht getan hast.
Klicke auf die Klingel, um rechtzeitig benachrichtigt zu werden, wenn neue, interessante Videos veröffentlicht werden. Bis zum nächsten Mal.